Jetzt wird gezockt. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal CasperLP. Wir spielen jetzt die Demo von Alone in the Dark, den Prolog, Grace, Spielbeginn. Oder? Schauen wir mal. Vorher nochmal in die Option. Huch. Gameplay, Steuerung, Audio. Audio müsste passen. Video, was hast du denn da? Das passt. Oh, das passt auch alles. Ja, wir gucken mal, ne, wie es hier wird. Schaut gut aus. Super. Ah, wir gehen einfach gleich rein. Bin gespannt. Gameplay. Zurück. Spielbeginn. Viel Spaß. Ja, Alone in the Dark. Sieht schon mal sehr geil aus. Eine kinderfreundliche Maske. Boah, das schaut echt gut aus. Jawohl. So, ich schalte mich mal dazu. Halloa. So, Alone in the Dark, den Prolog. Boah, ui, die Maus ist ziemlich empfindlich. So, schauen wir uns mal ein bisschen um. I can't wait to paint this. Gonna give it a big mustache. Na dann. So, dann haben wir noch weitere Bilder. Boah, Steuerung ist sehr, sehr empfindlich. Nicht deine beste Arbeit. Oh, warte mal. Das ist doch recht empfindlich. Warte mal, ganz kurz. Da müssen wir jetzt durch. Steuerung, Steuerungslayout, Tastaturbelegung. Naja, ich würde euch gerne hier in die Maus reingehen, die Empfindlichkeit. Ist das beim Gameplay mit bei? Kamerasensitivität. Ja, da müssen wir da ein. Sensitivität. Ich muss doch einfach Empfindlichkeit hinschreiben. Ja, schon angenehmer. Okay. Warum Alone in the Dark? Alone in the Dark, das Original habe ich nie gespielt. Und das Original ist ja von 92, 93? Ich glaube, der zweite Teil kam 93 und dann der dritte Teil 95, wenn ich die Historie noch im Kopf habe. Ja, gut, da war ich viel zu jung damals. Oh, cool, wir spielen uns sogar im Spiegel. Ist das ein Spiegel? Ja, es soll ein Spiegel sein. Amazing Stories, okay. Ja, und mich freut es umso mehr, dass wir jetzt auch die Gelegenheit haben, für die jüngeren Spieler, einen eventuellen Horrorklassiker im schönen Gewand zu treffen und zu spielen. Die Geräusche sind schon mal richtig gut. Das sieht auch echt fantastisch aus. Guckt ihr das an. Sieh dir das Chaos an. Komme ich da durch? Wir wollen Schlüssel. Okay. Sieht echt gut aus. So, da waren wir ja drin. Das war unser Kinderzimmer. Boah, Alter. Warum? Ah, und das Spiel kommt am 20. März diesen Jahres raus. 24. Der... Oh goodness, you scared me. Geht gleich weiter. What are you up to, Jeremy? I have to tell someone what is going on here. I have to try. You're not one of them, are you? Please tell me, Grace.
You're not a spy, are you? Who's spy? Them. The others. All of them. No, you're too innocent. I'm too innocent. I need to get this letter to my niece. She would understand. Just give it to the clerk, Mr. Waits, and he'll post it. No, he could be in on it. What if he won't post my letter? Then don't make it look like it's one of yours. Here, let me do it. Miss Emily Hartwood, Dauphin Street, New Orleans. You don't have the number? Not sure the postman's gonna find it without... Jeremy? Where'd he go? I'll just post it myself then. Okay, das ist unsere Aufgabe. Wir müssen es weiterschicken. I'll just take this letter downstairs to the clerk's office myself. Dann machen wir das mal. Wie gesagt, am 20. März diesen Jahres, 24, kommt es raus. Der Veröffentlichungstermin wurde jetzt auch, glaube ich, zweimal verschoben. Aus Gründen von anderen guten Horrorspielen, muss man leider sagen. Ich glaube, einmal wegen Alan Wake 2 haben sie es verschoben, weil es klar ist, warum und weshalb sie das verschoben haben, weil Alan Wake ist halt ein riesen Lob von den Kritikern bekommen. How are there so many books in this house and still nothing I wanna read? Ups, das war zu schnell, Entschuldigung. Und und was ich auch cool finde, das ist halt der Cast, ne? Gerade David Harbour gefällt mir unheimlich gut in Stranger Things. Oder er hat bei, war das der erste Teil von Equalizer? Eine Nebenrolle gehabt? Ja, ich glaube. Uh-oh, Cassandra, I'm touching your typewriter. Naja, gut. Und hier ist auf jeden Fall der Schlüssel. Haben wir, jawohl. Ja, und ich freue mich richtig drauf. Ja, und deswegen habe ich mir überlegt, spielen wir doch mal zusammen die Demo. Und das sieht halt echt gut aus, ne? So, ich habe jetzt eine Orientierung wie eine Bockwurst. Hier geht's nach draußen. Hä? Da ging's doch nach draußen. Oh, Kakerlaken. Warum gehen hier die Türen immer selbstständig zu? Das macht doch keinen Sinn. Cassandra should be more careful with her medicine. Medikamente muss man immer vorsichtig umgehen. So, deswegen hasse ich Medikamente. Hast du Kopfschmerzen? Willst du eine Tablette? Nein, danke. Okay, hat sich jetzt was verändert? Hier muss es sehr zügig sein, dass die Türen alle selbstständig zugehen. Ja, dass da so ein Windzug kommt. So detailreich, so schön. Okay. Oh. Schöne Figuren. Ah, eine Uhr. Die schaut schon mal geil aus. Guck dir das an. Sekundenzeiger. Aha. Steht gerade auf. Ist das... Das ist ein Sternzeichen. Sind das die Sternzeichen? Ist das gerade hier... ist das die Jungfrau? Das ist, worauf steht das? Oder ist das der... nee, Krebs war das nicht, ne? Skorpion? Ach, ich weiß es nicht. Kenne ich mich nicht so gut aus. Aber schöne Uhr. They're so creepy. Schaut voll gut aus, ne? Sie hat gesagt, wir müssen runter, ne? Aber wir gucken erstmal hier rüber. Okay, brauchen wir einen Schlüssel. Oh, Alter. Oh. Ah.
Hab ich mich verjagt? Willst du mich rollen? Vier Raben oder Käse? Alter! Geh weg, geh weg, geh weg! Ja, brutal. Ich probier's nochmal. Traut sie sich da rein? Nee, macht sie nicht. Da. Boah, mutig ist sie ja, ne? Erstmal die Leertaste malträtieren. Ja, komm, geh. Okay. Schaffst du? Schaffst du? Jawohl. Ah! Was bist du? Oh, lauf, Kleine! Wie gut ist das bitte? Oh, es gefällt mir jetzt schon. Ich habe Gänsehaut am ganzen Körper. Das sieht hier alles so vergammelt aus. Da komme ich nicht durch. Auf jeden Fall. Und wieder Geleck. Wie ruhig die Kleine bleibt, gell? Sie ist völlig abgebrüht. Ich sitze hier als über 30-Jähriger, Mitte 30-Jähriger und mache mir vor Angst fast in die Hose. Was ist da los? Das ist völlig cool. Eine kleine Nachtmusik, ja, schon recht, ja. Da brauche ich einen Schlüssel für. Wo ist denn jetzt hier ein Schlüssel? Ah, hier ist noch eine Tür. Siehst du, habe ich gar nicht gesehen. Mr. Waits, hello? Ist da vielleicht noch eine Schublade? Nee, geht nicht. Am Fenster. Ach, hier. Guck mal. Sie hat aber auch eine schöne Handschrift, ne? Alone in the dark. Last night I dreamt that my uncle hung himself in the attic, that we were too late. The house looked different, but it was still called Dorsetto. Definitely a weird place. Feels like I've been here before, I just can't think why. Let's not waste any time, Detective. Yeah, you're right. Let's go get your uncle, Miss Hartwood. Ja, genial. Alone in the Dark. Mit Jodie Comer und David Harbour. Wie schön. Zurück zum Hauptmenü. Ja, das war die kleine Demo. Die ging jetzt echt nicht lang. Ich glaube, die kriegt man schneller durch. Nee, ich freue mich drauf. Sieht auf jeden Fall sehr gut aus und sehr interessant. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und würde mich über eine kleine Info freuen, wie ihr das gefunden habt, die Demo. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Abend und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal in einem anderen Projekt mal dabei seid. Ciao, macht's gut.